Herzlich willkommen zurück zu My Darms. Ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben oder nichts nachgeguckt. Ach, dein nicht, du kommst jetzt hier rein. Okay, warte. So. So, Trainer, go left and go down. And back left. Switch should have replaced left. Los. Okay. Erlaubt mir Zutritt in den Bossraum. Es könnte sein, dass ich jetzt hoch muss und diese Blockade weg ist. Das könnte es sein. Wenn ich habe jetzt erstmal das aktivierte Schumatop. Kohle brauchen wir. Wir kriegen alles hin. Ich bin mega optimistisch. Er lebt immer noch. Ich glaube es einfach nicht. Okay, die andere Waffe ist auch geupgradet. Schön. Einfach schön. Okay. Ja, muss ja hier lang sein. Haare wird wie immer. So, wir müssen Augen offen halten. Speichern. Wir haben jetzt immer noch kein Seil, das heißt hier lang. Mhm. Ist die Kamera synchron? Ja, ist sie. Okay. Ja, einfach direkt immer die Dinger lang, ja. High five. Schön. Das habe ich aus Versehen hier schon gelesen, aber ich guck mal. Der hat Angst vor mir. Okay, ich wechsle mal die Seite. Auf welche denn? Ich minimiere so. Besser für die Augen. Ja, weil da stand schon, dass ich da Bomben legen muss. Heute habe ich aber nicht gelesen. Erzähl mal. Ja, dachte ich mir, dass er die vielleicht eher abbekommen muss. Okay. Hi. Und was für ein kaputter Sound. Gigamantis. Jack hat sogar noch MP. Wahnsinn. 566. Angriff ohne Rüstung. Muss mal sehen, ob sie dann heilt irgendwie. 42. Da willst du es aber wissen. So. Donnerschlag. Mhm. Ist so Pikachu oder was? Sah geil aus. Mhm. Die Zähler mittlerweile kannst du auch mal zaubern. Na gut. Komm, Rudi. Mhm. Donnerschlag. Ione Power. Power. Mystik, okay. Jetzt heilt sie. Okay. Rang B. Die große auf alle. Schickes Ding. Cecilia. Wir sind ganz schön overpowered. Mal so nebenbei. Ob sie kann das mehrmals benutzen, wüsste ich. Können die Welt erobern? Jetzt mal ehrlich. Oh, Denogenos.
Okay, ist ja unser. Wo ist halt sehr. Screenshot? Nee. Wäre zu spät. Das kann das, wenn die Waffe alles von Rudi kommt, die nächste Waffe. Schön. Die Guide, die ich gerade habe, ist Hammer. Entschuldigt. Schon zu entspannt hier. Einfach zuzuschauen. Ich find's aber mega cool. Ja, da müsste man eigentlich einen geilen Screenshot hinbekommen. Wir sind viel zu overpowered. Was sind 500? Bitte viel Kohle? Ja, das ist okay. 2580. Okay. Okay. Ist da sonst noch irgendwas? Ah, wer weiß. Schöner Spielplatz hier. Wenn wir das Ding mitnehmen. Ist aber auch unfair, dass der Schalter an dem Ort war. Also der andere. Nehme ich mit. Guck mal, sieht das schick aus. Geil, geil, geil. Haken erhalten, also doch kein Seil. Mit dem Greifhaken kann Jack einen entfernten Ort an ein. Was? An eine? An einen entfernten Ort transportiert werden. Es gibt viele Dinge, an denen du einhaken kannst. Probier's. Okay. Also ich hab den hin. Dann haken wir mal ein, ne? Sind wir unbesiegbar, ja. So einfach, alles so einfach. Wenn man sich nicht zu dumm anstellt. So. Einfach nach oben. Gibt's ja gar keine Kämpfe mehr? So. Einhaken. Wahrscheinlich müssen wir gleich den Duplikator benutzen. Ah, kann es sein, dass das ein Zauber ist? Das, als kommt's hin aus der Hose. Ist lustig. Okay, reicht dann auch. Wer herangezogen wird, die Animation ist geil.
Welt. Damreif sendet ein trauriges Licht aus. Ist die Freude, dass wir es gefunden haben, aber ja. Hast du auch? Passt gerade zufällig, dass wir das gefunden haben? Jetzt haben wir alles, ne? Geil, und einen Haken. Cool. Das lief dann mal gut. Frag mich, ob man da auch andere Items noch hätte bekommen können. So. Gehen wir zurück und unsere Waffe verbessern. Schön. Ups. Kurz mal mit einem Felsen, mit einem Berg zusammengekracht. So, wir wissen ja, wo es jetzt hingeht. Schönes Lied, ja. Lied. Sein können oder was? Was möchte ich nachrüsten? Ja. Aber das ist erledigt. 15 EP drauf. Kann ich noch weiter? 5000, ja. 2 Trefferpunkte mehr. Würde es gehen? Ah. Und hier auch nicht, oder was? Das heißt, die letzten beiden haben wir geupgradet. Nur noch die ATP. So, und damit ist jetzt jeder Gegner ein One-Hit. Geil. Was wird das nächste? 15.000. Okay. Und danach? Okay, 15.000 jetzt immer. Und da 2x 15.000 geht. Hast du den? Ja. Okay. Obwohl das mit dem Text klappt ja auch gut. Final Fantasy 7 stört mich das manchmal, wenn du einen Charakter zweites Mal ansprichst. Mega Man Legends hat's halt geil gelöst. Dass du halt mit Dreieck einfach vorspulen kannst. Gab's schon bei ein, zwei Games. Ja. Danke dir. Warte mal, da ist denn. Danke, das ist das Armband, das ich meiner Frau geschenkt habe. Du hast das für mich im Garten gefunden, wenn wir nur zwischen Mut und Dummheit unterscheiden können. Durch den Tod meiner Frau habe ich auf grausame Weise gelernt, was wertvoll ist. Jack sagt, Mut und Dummheit. Viele glauben, dass der Mut eine Kraft ist. Wahre Kraft zeigt sich, wenn man eigene Wünsche unterdrückt, um Wertvolles zu beschützen. Der Mut sammelt sich langsam in Jack. Schallvision Kraft erhalten. Was? So, das Handelsschiff ist da. Nun können wir das innere Meer überqueren. Wir müssen ja nach Arktika. Die Flut spült Treibgut aus dem ganzen inneren Meer hier an. Erst kürzlich wurden die Überreste eines Geisterschiffs an den Strand gespült. Ein Geisterschiff? Wir können doch nicht gehen. Sehen wir uns das mal an. Sehen wir uns das mal an. Was haben wir erhalten? Wahre Stärke liegt nicht in der Fähigkeit zum Sieg, sondern zum Beschützen. Ja, das klingt schon sinnvoller als das erste, was du gebrabbelt hast. Gleich bei der Ankunft des Geisterschiffs fuhr ein Handelsschiff mit einem Namen wie Sweet Candy in den Hafen. Ach, ehrlich, ja. Das heißt, der Kollege ist hier. Ach nee, warte. Ja, speichere halt echt, ohne dass ich das mitbekomme. Diese Stadt macht nun mit der Ankunft eines Geisterschiffes ihren Namen alle Ehre. Ob man diesen Ort wohl nun Schiffsfriedhof, in dem es Spuk nennen wird? So, warten wir, gucken uns das Type gut mal an.
Das Schiff ist endlich da, aber die Strömung hat auch ein Geisterschiff angetrieben. Ich kann es von hier sehen, ein Geisterschiff kommt auf uns zu. Gott, die haben noch gute Augen, ey. Ich werde jetzt trotzdem nochmal mit den anderen Leuten im Dorf sprechen. Bevor wir uns da ultimativ aufmachen, erzählst du jetzt was anderes? Alle fürchten sich vor diesem verdammten Geisterschiff. Der Schiffsverkehr ist sogar noch weiter, noch weniger geworden. Okay. Haben wir auch nichts gefunden, schade. Wenn du weg warst, kamen zwei Schiffe, ein Geisterschiff und ein Handelsschiff. Das heißt nicht, dass da Geister drin sind, sondern dass es leer ist, ne? Nun ist unser Schiff endlich da, aber dieses unselige Geisterschiff auch. Okay. Ist euer Schiff die Sweet Candy oder was? Dann machen wir nochmal schnell Bubu. Mal schon? Ne, haben wir nicht, ne? Nee. Nö, nö. Weiß ich genau. Vielleicht sollte ich Jack mal umstellen. Der ballert, jawohl, er ballert jetzt raus und das passt ja auch. Aber seine Zauber machen nicht so viel Schaden. Okay. Ich kann auch nicht einstellen, welche. Na, okay, das war auch so ein bisschen zu viel, weil ich auch noch einstelle, welche Zauber er wann benutzt. Und ist ja dann irgendwo auch noch ein Spiel, was man irgendwo so ein bisschen selber spielen kann. Wenn man möchte. Ich find's trotzdem geil mit den Autoangriffen. Obwohl bei allen Let's Plays, wo ich reingeguckt habe, war es natürlich aus, aber hey, bisschen Luxus. Ja, am Strand wurde vieles angespült, aber ein Geisterschiff wurde hier zum ersten Mal angespült. Okay, jetzt bin ich echt neugierig. Zeig mal. Schön zu sehen. Ihr wolltet wohl unseren Kapitän nicht wiedersehen. Aber wenn die Situation noch schlimmer wird, ist es aus mit uns. Bitte helft uns. Ah, okay. Darauf gehe ich zu hören, mein Freund. Bartholomew, ihr taucht immer dann auf, wenn ich euch brauche. Meine Seelenfreunde. Könnt ihr mir noch einmal helfen, bitte, bitte? Vertreibt bitte das Geisterschiff, das allen im Hafen Angst macht. Wenn es gelingt, sind die Hafenbewohner wieder glücklich. Wir können dann wieder handeln. Und ihr werdet natürlich als die Traumjäger bekannt, die den Hafen gerettet haben. Ihr könnt also nichts verlieren. Ist dieser Plan nicht großartig? Eigentlich schon. Hier langsam, ihr müsst euch zuerst vorbereiten. Kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Er hätte nicht gefragt, wenn es dort keine Geister gäbe. Er ist im Grunde ein netter Typ. Okay. Wir sind bereit, gehen wir? Sie. Okay, gehen wir von der Sweet Candy auf das Geisterschiff. Achso, was? Habt ihr eine Brücke gebaut, oder? Okay. Cool. Keine Steuer, ne. Das hat ja Licht an. Cool. Mega. Alter, ich voll Bock drauf. Jetzt gibt's überall Piraten, oder was? Kommt zurück zum Boot, falls es Schwierigkeiten gibt. Wir warten hier. Ja, toll. Schön. Wir gehen mal als erstes lang. Ja. Ja, dann als erstes hier rein, ne? Oder? Ja, scheint so. Noch keine Kämpfe. Ist wieder Musik hier.
Okay. Warum ist da ein Loch? Rankbeer, ja, die macht 1000, sehr schön. Sehr gut für Cecilia. Was kannst du sagen, warum gibt es hier keine Kämpfe? Zeig mal, zeig mal. Christina. Great. Und ein Meteorsprung. 1009, okay. Wir sind so überlevelt, ey. Und die sehen aber fies aus. Naja, wenn dann richtig. Schön. 540 Geller geht. Geht gerade so. So. Wollt ihr mal einen Haken nehmen? Na klar. So, was haben wir hier? Na, okay. Logisch, hast du ja Haken verteilt. So, wenn da Christine war, die aussah wie eine kleine Mörderpuppe, wen gibt's dann hier noch? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Was ist denn das hier? Kann ich die schieben? Geh. Zeichen erhalten. Wohin denn? Das war ja ein rätselhaftes Rätsel. Ein Vampir. Oha. Oha. Kommt drüber, wie viel Schaden? Über 1000? Yes. Einfach schön. Komm weg. So, nämlich. Jack, eine neue Ebene. Vollkommen überlevelt. So, da waren wir drinnen. Ob es hier irgendwas gibt. Sorry. Wie lange das einfach fliegt. Okay. Der ist ja klasse. So, ich kann auch schräg. Okay. Ab auf die Christine. Baller Schlag. War lustig. Mit Überleveln ist bloß nicht lustig. Das maximale Level erreichen, ob ich will oder nicht. Spannend, dass wir jetzt schon über 1000 austeilen.
frag mich, ob wir wirklich so überlevelt sind. Ja, dann doch erstmal hier lang. Was wäre mit der Tür unten gewesen? Okay. Hi. Er ist durch die salzige Meeresluft eingerostet. Ja. Ja. Gib mir mal andere Gegner. Wieder nur die. Ja, mach mal den Pia, ne? Der Ziel hat 142, ne? Steht auf ausgewogen, ja. Bom. Ich hasse dich. Ja, das war ein persönliches Ding. Macht halt kaum Schaden, aber sagt, ich hasse dich. Also. Ganz schön starke Worte für wenig Schaden. Ich hasse dich. Ja. Okay. Jetzt überlege ich, ob wir nicht doch das andere hätten lang gehen können. Okay, dann müssen wir doch mal was anderes lang. So, und hier geht's jetzt gleich hoch. Ging's nicht hoch? Ja. Welche Gegner das wohl sind? Nee. Wirklich. Wir brauchen eine Gruppenattacke. Wir brauchen drei. Jeder braucht eine Gruppenattacke. Was ich hier ganz cool finde, dass du immer dieselben drei Personen hast. Ne? Du wechselst nicht durch wie bei anderen. Cecilia ist aufgestiegen, sehr gut. So, wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn es gefallen hat, super, super gerne Daumen nach oben. Kommentar wäre ganz, ganz lieb. Und in drei Tagen kommt der nächste Part. Bis dann.